Hallo und herzlich willkommen bei Martins Warentest. Heute will ich eine ganz besondere Neuigkeit vorstellen, nämlich das sogenannte Leap-Motion. Worum handelt es sich dabei? Zunächst mal nur um so eine kleine Schachtel. Was soll sie tun? Sie verändert auf jeden Fall den Umgang des Menschen mit dem Computer. Ob das sinnvoll ist, sehen wir im Folgenden. Das Leap Motion, es ist wirklich ungefähr nur Zeigefinger groß, besitzt hier so einen kleinen Spezialanschluss. Darüber verbindet man es mit einem Spezialkabel mit dem Computer. Das kann sowohl ein Mac sein als auch ein PC. Das Ganze legt man am besten mit einem gewissen Abstand vor dem Bildschirm, sodass man dann entsprechend die Hände darüber bewegen kann. Zum Leben erweckt wird das Leap Motion durch verschiedene Apps, die man im eigenen App Store des Anbieters kaufen kann, zu Preisen zwischen kostenlos und $4,99. Das Gerät selbst liegt direkt vor der Tastatur und erkennt, wie sich beide Hände mit allen Gliedern darüber bewegen. Das ermöglicht recht interessante Effekte. Ich kann zum Beispiel am Bildschirm einen Frosch sezieren, ohne den Bildschirm auch nur anzufassen oder ein echtes Tier umzubringen. Ich kann mich durch den menschlichen Schädel durchklicken oder aber auch in den Weltraum starten und dort Exoplaneten erforschen. Funktioniert alles, indem ich den Finger vor und zurück bewege oder die Finger spreize zum Beispiel. Es gibt Kompositionssoftware, Malprogramme. Die Auswahl an Apps ist bereits jetzt schon relativ groß. Natürlich haben die Programmierer auch an die Spielefans gedacht und dabei ein paar recht originelle Ideen umgesetzt, sollte man sich schon mal anschauen. Man kann aber durchaus auch ernsthafte Anwendungen finden. Zum Beispiel lässt sich sowohl Windows als auch der Mac mit Leap Motion steuern. Ja, was bringt das Leap Motion? Es ist natürlich mit 91 Euro, wenn man es jetzt über die Website nach Europa bestellt, nicht sehr günstig. Es ist im Grunde eine Verbindung von Spielkonsole mit Kinect oder Wii-Prinzip mit dem Computer. Für spielfreudige Naturen, die auch kreativ mit ihrem Computer umgehen wollen, ist es sicher eine hübsche Erweiterung. Für die tägliche Arbeit benötigt man es allerdings nicht unbedingt.